Okay, hier auf. Guten Morgen, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Heute ein Video zum Thema Nähe-Distanz. Was wissen meine Schüler über mich und warum ist das so wichtig? Nun, ich sage ja immer, Beziehung ist für mich das A und O im Lehrerberuf und das sagen ganz viele andere Lehrpersonen auch. Von denen habe ich das auch gelernt und ich bin absolut der Überzeugung, dass das immer etwas bleiben wird, das wichtig ist, selbst wenn die künstliche Intelligenz irgendwann in 15 oder 20 Jahren unsere Berufe anfängt zu übernehmen, ist Beziehung wahrscheinlich etwas, das Roboter oder künstliche Intelligenz kaum jemals ersetzen können. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt, was meine Schüler oft an mir schätzen oder mir auch rückmelden, ist, dass sie merken, dass mir wichtig ist, wie es ihnen geht. Vor allem die schwachen Schüler, die starken Schüler auch, aber die schwächeren Schüler, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber bei denen ist oft auch das Familienverhältnis zu Hause nicht immer so, dass die Familie voll das Kind unterstützen kann, will, was auch immer. Ich will hier niemanden verurteilen. Ich sage einfach, dass die schwächeren Schüler sehr, sehr dankbar sind, wenn du als Lehrperson ihnen die Stabilität geben kannst, die sie vielleicht zu Hause nicht immer so konstant haben. Das ist für mich übrigens auch ein Punkt, weshalb schwächere Schüler gar nicht schwach sind, sondern sie haben einfach weniger Unterstützung oft. Und viele schwache Schüler sind eigentlich starke Schüler, aber die Lebensumstände mit Familie und was auch immer im Leben rundherum, es geben vielleicht nicht die Möglichkeit, das volle Potenzial dieser Person auszuschöpfen, leider. Schon wieder anderes Thema, Entschuldigung. Also auf jeden Fall, die Schüler schätzen sehr, dass ich sie immer wieder frage, wie geht's dir? Und vor allem dann, wenn es ihnen nicht so gut geht. Wenn ich sehe, dass ihr Gesichtsausdruck anders ist, wenn ihre Haltung anders ist, wenn ihre Sprache anders ist, einfach das Gesamtbild dieses Menschen, dann frage ich, hey, alles klar, du bist irgendwie anders heute. Oder auch wenn die Schüler stören, was sie sonst normalerweise vielleicht nicht so tun, dann unbedingt fragen, hey, alles in Ordnung, irgendwie ist was passiert oder so. Und manchmal reden sie darüber mehr, manchmal gar nicht, ist auch in Ordnung. Aber solange du ihnen mitteilst, guck, ich bin da für dich, wenn etwas ist, auch außerhalb der Unterrichtszeiten, also in meiner Freizeit sozusagen. Nur schon, wenn sie das wissen, so kannst du das Vertrauen zu deinen Schülern aufbauen und so vertrauen sie dir auch mit der Zeit mehr und mehr. Selbst wenn sie es nicht immer zurückmelden, mündlich oder wie auch immer, irgendwann, die meisten Schüler kommen dann irgendwann und öffnen sich mehr oder kommen vielleicht sogar nochmal wirklich mit persönlichen Themen. Gut, und jetzt ein weiterer Punkt bei Nähe-Distanz. Keine Angst, ich gehe dann noch ein bisschen tiefer auf die heiklen Themen auch ein. Aber ein grundsätzliches Thema ist Humor. Ich glaube, alle Lehrpersonen sollten wissen, dass die Schüler Humor schätzen. Und für mich ist es auch wirklich deshalb wichtig, weil ich, und alles, was ich in diesem Video sage, ist wirklich nur meine Meinung. Ihr müsst das nicht voll ernst nehmen, jeder hat seinen eigenen Humor, jeder muss seine eigenen Grenzen festlegen bei Nähe und Distanz. Ich schreibe hier niemandem irgendetwas vor, es ist wirklich nur meine persönliche Erfahrung. Und Humor ist einfach wichtig wegen der Gelassenheit. Gelassenheit auch in kritischen Situationen, bei Störungen, bei Unterrichtsstörungen, wenn ein Schüler mal einen Streich spielt oder so, oder Schüler auch, also nicht nur die als Lehrperson Streich spielen, was ja weniger häufig vorkommt, aber auch Schüler, also dass Schüler an anderen Schülern Streich spielen. Und ich finde das meistens witzig. Und es gibt Situationen, wo ich mich irgendwie, wo ich denke, ich muss mich zusammenreißen und nicht selbst lachen, aber manchmal kann ich mich nicht zurückhalten und lache auch. Und wenn es nicht gerade irgendwie persönlich bloßstellend für die Person ist, der ein Streich gespielt wird oder über die ein Spruch gemacht wird, dann finde ich, ist es okay, als Lehrperson zu lachen, solange man irgendwie zeigt, hey, ich lache nicht, weil ich irgendwie dich einen doofen Menschen finde, sondern die Gesamtsituation so ist und ich schätze euch beide als Menschen. Es hat nichts irgendwie damit zu tun, dass ich dich nicht weniger schätze als Mensch, als die Person, die den Streich spielt.
Genau. Und ein wichtiger Punkt ist hier noch die Ironie. Man kann Ironie, so wie ich es verstanden habe, erst circa im Alter von 13, 14 richtig anwenden auf die meisten Schülern. Klar, es gibt solche, die sind früher entwickelt und verstehen das früher, aber das Gehirn ist anscheinend so, dass Ironie erst so ja, im Alter von circa 13, 14 wirklich anfangen zu verstanden werden oder angefangen zu verstanden wird, was auch immer. Man kann da ein bisschen ausprobieren, aber jetzt Lehrpersonen mit 1. bis 6. Klasse, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht langsam gegen die 6. Klasse und so ab 7. Klasse kann man da auch mal ironischer werden und mal vielleicht auch ein bisschen Sarkasmus ausprobieren. So, und jetzt kommt für mich einer der allerwichtigsten Punkte und das ist Verletzlichkeit zu zeigen. Manche mögen jetzt denken, was? Eine Lehrperson darf doch keine Verletzlichkeit zeigen, wir sind eine Autorität, wir müssen streng und hart sein. Aber ich sage, nein, wir müssen genau das Gegenteil tun. Denn wir sind nicht perfekt. Keine Lehrperson ist perfekt. Selbst die Lehrperson, die den perfektesten Unterricht macht, hat ihre Mäkel und hat Fehler im Leben gemacht. Und macht auch jetzt noch Fehler im Leben. Und wenn wir denken, dass wir Perfektion vorleben müssen und immer nur ein Vorzeigebeispiel als Teil einer funktionierenden, gesunden Gesellschaft sind, Das ist ein Ideal, das wir den Kindern dann vorleben, das Erwartungen aufbauen kann, nicht muss, welches dazu führt, dass Schüler dann das Gefühl haben, sie müssen auch perfekt sein oder sich perfekt immer verhalten. Aber Menschen sind nicht perfekt und genau das müssen wir vorleben. Und deshalb erzähle ich den Schülern auch zum Beispiel sehr gerne von Dingen von mir, wie in meinen Videos hier, was ich alles so falsch gemacht habe im Leben. Wenn gerade sich das anbietet in einem passenden Kontext im Unterricht oder auch außerhalb des Unterrichts, wenn es einem Schüler schlecht geht und der Schüler, Schülerin mir erzählt, was passiert ist, dann kann ich sagen, weißt du was, mir ist mal was Ähnliches passiert, das ist so und so abgelaufen und dann kann ich den Schülern auch so zeigen, guck, du bist nicht der Einzige, der dieses Problem hat oder die Einzige und vielleicht kann ich dir einen Ratschlag geben, wenn du möchtest natürlich nur, aber einfach nur schon zu wissen, dass wir alle irgendwie im gleichen Boot stecken mit vielen Problemen im Leben, kann den Schülern sehr viel geben und die Schüler schätzen das auch einfach, wenn du zeigst, dass du ja selbst Fehler machst und auch beispielsweise, wenn Schüler im Unterricht mal fragen, kannst du mir das und das erklären, ich habe da eine spezielle Frage und du wirklich die Antwort nicht weißt auf diese Frage, diese fachliche Frage, egal in welchem Schulfach, dass du auch sagen kannst, hey, weißt du was, ich weiß es nicht, aber komm, entweder wir finden es zusammen raus, wir googeln es oder wir schauen es in einem Duden nach oder in einem Lehrmittel oder in einem Lexikon, was auch immer, oder ich schreibe es mir auf und ich bringe dir die Antwort in ein paar Tagen, okay? Und das ist cool, weil ich lerne auch was Neues und selbst wenn es etwas ist, was du wissen solltest, ich finde persönlich wirklich, es ist völlig in Ordnung, innezuhalten und entweder du weißt die Antwort tatsächlich nach ein paar Sekunden wieder, es ist auch völlig okay, dir die Zeit zu geben, man muss nicht immer sofort liefern, dann ist gut, aber wenn du es wirklich vergessen hast, was mir wirklich manchmal auch passiert, dann sage ich, weißt du was, ich hatte das Thema im Studium mal oder ich habe es selber lange nicht mehr benutzt, deshalb ist es vielleicht auch nicht so wichtig, aber wenn du möchtest, dann finde ich es wieder raus und dann kann ich es dir in ein paar Tagen sagen. Das schätzen die Schüler sehr. So, und jetzt komme ich zu den heiklen Themen. Was meine ich mit heikel? Mit heikel meine ich alles, was sehr ins Persönliche hineingeht. Und es gibt diesen anderen Lehrer-Blogger Bob Blume. Ist übrigens, der macht auch ganz ein paar coole Sachen. Wenn ihr euch vor allem für Deutsch interessiert, der macht Unterricht auf dem Gymnasium. Macht auch Videos und hat auch mal ein Video gemacht über dieses Thema Nähe-Distanz und er hat das Beispiel gemacht über das Kiffen. Und es gibt bestimmt viele Lehrpersonen, die schon mal gekifft haben oder jetzt noch kiffen. Und ich gebe zu, ich habe auch mal gekifft. Ich persönlich, ich trinke lieber Alkohol. Der Unterschied ist einfach, Alkohol ist legal, Kiffen ist illegal, obwohl ja Kiffen
langsam auch immer mehr legalisiert wird und medizinisch auch immer mehr schon legal erhältlich ist. Wie auch immer, ich habe am Anfang gesagt, jeder muss selbst entscheiden, was er oder sie von sich preisgeben möchte. Beim Kiffen, wenn du eine Person bist, die kifft, dann würde ich jetzt sagen, sag es den Schülern nicht, weil es ist illegal. Ganz einfach. Ich meine, Alkohol, es ist legal. Du kannst sagen, natürlich trinke ich Alkohol. Wenn du jetzt besonders viel trinkst, dann würde ich es vielleicht nicht gleich sagen. Wie gesagt, jeder muss es selbst entscheiden. Aber ich möchte jetzt auf ein anderes Thema eingehen. Und jetzt wird es wirklich persönlich bei mir. Und es geht mir hier nicht darum, irgendjemanden anzuschwärzen, überhaupt nicht. Ich möchte es wirklich einfach gesagt haben als Beispiel, weil heikle Themen sind heikle Themen. Und ich habe mich vor 3 Monaten getrennt von meiner damaligen Freundin. Wir waren 9 Jahre zusammen und was ich jetzt verstanden habe, 3 Monate später, und ich wusste das irgendwie schon so ein bisschen unterbewusst, aber wirklich unterbewusst, habe ich auch ein bisschen an die Liebe fürs Leben geglaubt und daran, dass man Partnerschaften und Beziehungen, Liebesbeziehungen vielleicht fürs ganze Leben haben kann. Und das mag wahr sein für ein paar Menschen. Aber ich glaube, es ist ein kleiner Anteil an Menschen. Denn sonst gäbe es nicht so viele Scheidungen, Affären, Betrüge oder einfach Trennungen allgemein. Und wirklich, ich will hier niemanden verurteilen. Ganz im Gegenteil. Und jetzt weiche ich ein bisschen aus, einfach um das Thema zu erklären. Ich lese hier dieses eine Buch von einem Psychotherapeuten. Das hat jetzt nichts mit dem Lehrerberuf zu tun. Das ist ein ziemlich schwierig zu lesendes englisches Buch von einem Psychologen, Psychotherapeuten, einem älteren Herr. Er hat schon graue Haare, also ist ein erfahrener Mensch. Und es heißt The Psychology of Romantic Love. Und etwas, das mir sehr geblieben ist, ist deshalb heikle Themen. Der Spruch für die Heirat, das Heiratsgelübnis, heißt in einem Teil Till death do us part, also bis dass der Tod uns scheidet. Und er beschreibt hier leider nicht ganz genau in welchem Jahr, aber dass diese Zeile entstanden ist zu einer Zeit, als die Menschen nur 20 bis 30 Jahre gelebt haben, wenn es hochkam. Das heißt, die Lebenserwartung war viel kürzer. Und macht das Beispiel, ein 26- oder 28-jähriger Mann wäre circa dann gestorben und hatte in der Zeit schon 3-mal geheiratet oder 2-mal geheiratet und irgendwie 3, 4 Kinder. Und 1, 2 Frauen von den Frauen sind bei der Geburt des Kindes gestorben. Das heißt, wenn man geheiratet hatte damals, dann ist man davon ausgegangen, dass man vielleicht, wenn es hochkam, 5 bis 10 Jahre verheiratet war. Vielleicht sogar viel weniger. Und deshalb heikle Themen, wenn ich meinen Schülern, und ich mache jetzt dieses YouTube-Video, alle meine Schüler können meine YouTube-Videos anschauen, und das Video dauert jetzt auch schon wieder 10 Minuten oder so, aber jetzt gebe ich auch etwas von mir preis, und das sehe ich als heikles Thema, aber ich bin der Meinung, wenn wir als Menschen zusammen arbeiten wollen und zusammen Beziehungen aufbauen wollen und miteinander gesund und nachhaltig miteinander kommunizieren möchten, dann müssen wir so offen sein, wie es nur geht. Und wir können ja auch offen sein und über problematische, heikle Themen sprechen, indem wir einfach die richtigen Worte wählen. Und was ich mit diesem Buch sagen will und heiklen Themen ist, ich habe einfach gelernt, selbst wenn ich mal heirate und Kinder haben werde, was ich mir schon wünsche eines Tages, es kann ja auch sein, dass ich mich nach 5 oder 10 Jahren wieder scheiden lassen will. Nicht, weil die Person böse ist oder weil ich böse bin, sondern weil die Zeit ändert sich, Menschen ändern sich mit der Zeit oder entwickeln sich weiter oder die Prioritäten ändern sich, dann kann es einfach sein, dass wir uns wieder trennen werden und scheiden werden, wenn ich jemanden heirate. Und das mag für viele Menschen einfach ein Weltzusammenbruch sein. Und vielleicht haben jetzt auch schon Leute das Video abgeschalten, weil sie denken, was ist denn das für ein Idiot? Und ich meine, ich habe 9 Jahre lang habe ich gekämpft für unsere Beziehung und Energie und Zeit investiert. Und ich bin wirklich, wenn ich in einer Beziehung bin,
bin ich 100% committed. Ich habe in diesen 9 Jahren meine Freundin niemals betrogen. Und ich habe mir immer gesagt, bevor ich meine Freundin oder Frau jemals betrügen würde, mache ich lieber Schluss. Ja, okay, ich glaube, ich habe jetzt genug lang dieses Thema besprochen. Einfach heikle Themen. Ich finde, wir müssen lernen, offen über heikle Themen zu sprechen. Klar, wir müssen nicht alles sagen, aber wenn du bereit bist, und klar, ganz junge Schüler, die verstehen diese Themen noch überhaupt nicht. Meine Schüler vielleicht eher so langsam ein bisschen, oder sie können es mal gehört haben und so weiter. Aber Nähe ist Distanz zu den Schülern. Die Schüler schätzen es einfach, wenn du persönlich wirst. Du musst nicht alles erzählen, aber du bist ja auch kein Roboter. Wenn du ein Roboter wärst, dann, oder ein perfekter Lehrer, dann könnte man auch einfach einen Roboter hinstellen, oder ein YouTube-Video hinstellen für die Schüler oder 2 Stunden lang einen Lehrfilm laufen lassen und dann könntest du locker ersetzt werden. Für das braucht es keinen Menschen vor einer Schulklasse. Okay, jetzt mein abschließender Punkt zum heutigen Video ist, wie kannst du noch mehr Beziehungen zu den Schülern aufbauen? Und das ist durch Coaching-Gespräche. Coaching-Gespräche sollen circa 10 bis 15 Minuten dauern und sollen Einzelgespräche mit Schülern sein. Du kannst das alleine als Lehrperson organisieren, indem du Phasen einplanst und die Schüler zum Beispiel alle 2-3 Wochen einplanst. Das bräuchte jetzt nochmal ein ganz anderes Video, um das Ganze zu erklären, wie man das organisatorisch aufbauen könnte. Aber im Prinzip Unterrichtsphasen einrichten, wo die Schüler selbstständig Flüsterton arbeiten sollen und du einzelne Schüler vielleicht auch nur 5 oder 10 Minuten zu dir nach vorne holst und besprichst, wie läuft es bei dir, wie weit bist du mit den Aufgaben. Und da braucht man halt ein bisschen weg vom Frontalunterricht zu kommen und mehr so selbstorganisiertes Lernen oder Lernlandschaften dann einrichten. Und da hast du auch ein bisschen Zeit, um mit den Schülern persönlich zu werden. Natürlich direkt vor der Klasse, da brauchst du entweder wirklich so einen Abstand von der Klasse, dass sie nicht alles hören. Oder am besten ist noch, wenn du mit einer anderen Lehrperson aus dem Team irgendwie ein bisschen Team-Teaching organisieren kannst. Das geht leider nicht immer, wo aber dann eine Lehrperson quasi auf 40 bis 50 Schüler gleichzeitig aufpasst. Das muss auch räumlich gehen, geht auch nicht überall oder an den wenigsten Schulen leider. Aber dann hast du theoretisch Zeit, um mit einzelnen Schülern Coaching-Gespräche zu machen. Genau, okay, das wär's für heute. Das Video ist wieder länger gedauert, ist wieder länger geworden, als ich wollte, aber ich glaube, ich habe ein paar Sachen gesagt, die vielleicht ganz nützlich sind. Und ich hoffe, dass der Punkt mit diesem Thema klar war. Mir geht es nicht um das Thema selbst, mir geht es darum, als Beispiel, was man alles von sich preisgeben kann an heiklen Themen. Oder ja, oft sind es oft im Leben ist es gar nicht, was man alles sagt, sondern wie man es sagt. Und damit möchte ich mein Video jetzt beenden. Wie immer, lernt mehr dazu und benutzt die Bücherlinks unten in der Videobeschreibung, weil ihr mich damit auch unterstützen könnt, weil alles, was ihr bestellt, ich eine winzige Provision erhalte über Amazon. Auch wenn ihr Kleider oder Elektronik bestellt, einfach einen Link benutzen und so könnt ihr mich ein wenig unterstützen, wenn ihr Lust habt. Aber es geht mir vor allem darum, dass ihr euch weiterbildet, weil alles, was hier reingeht über Bücher und ja, Reflexion ist wirklich wichtig. Ihr könnt es auch anders nennen, weil mit Büchern, finde ich, entsteht automatisch Reflexion, zumindest wenn man Sachbücher liest, Themen, die einen interessieren, die auch nicht direkt mit der Schule zu tun haben, man aber Verbindungen oder Zusammenhänge da aufbauen kann. Das kann einen wirklich weiterbringen, als Menschen und als Lehrperson. Okay, das wär's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Erfolg bei eurem Beruf und beim Beziehungsaufbau mit den Schülern. Tastet euch da langsam ran und die Schüler werden euch mehr und mehr schätzen und durch das auch viel mehr mitmachen im Unterricht. Das wär's. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.